Meine Hautpflegeroutine ändert sich je Jahreszeit. Da passt man das ein oder andere ein bisschen an. Durch das, dass ich viel rumprobiere, ändert sich die Routine doch häufiger als bei jemand anderem. Was ich momentan benutze, zeige ich dir in folgendem Video. Ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich stelle hier auf dem Kanal unter anderem auch tolle Kosmetik vor mit Inhaltsstoffen, die tatsächlich was bringen. Wenn man sich da ein bisschen mehr beschäftigt und ein bisschen mehr sich mit den Inhaltsstoffen beschäftigt, erwischt man richtig gute Sachen. Und die stelle ich euch auf diesem Kanal vor. Jetzt möchte ich euch meine Hautpflegeroutine im Winter ab morgen vorstellen. Und da muss es ein bisschen schneller gehen. Zusätzlich trage ich natürlich am Morgen Sonnenschutz auf. Und die Produkte zeige ich dir jetzt und was ich halt damit anstelle. Und wir fangen mal mit dem Balea Med Waschgel an. Und DM hat es tatsächlich hinbekommen, diese Formulierung ohne Mikroplastik zu machen. Yay! Ich freue mich total, weil es gibt keinen Unterschied zu dem mit Mikroplastik. Ich habe mir das Vorgängermodell noch versehentlich gekauft und als ich dann nochmal auf der Homepage geguckt habe und gesehen habe, oh, jetzt ist kein Mikroplastik mehr enthalten, habe ich mich unwahrscheinlich gefreut. Weil erstens, das kostet nicht viel. Zweitens, das funktioniert ganz gut. Ich kann es nur jemandem, der eine sehr empfindliche Haut hat, sprich, der eine sehr, sehr trockene Haut hat, kann ich es nicht notgedrungen mit gutem Herzen empfehlen. Es ist gut, wie manch ein anderes Produkt, aber wenn jemand so richtig trockene Haut hat, da sollte er eher zu einem Cleanser greifen als zu einem Waschgel, finde ich. Weil selbst ich habe danach so ein leichtes Spannungsgefühl. Aber ich muss dazu auch sagen, meine Haut hat sich so immens verändert, das ist abartig. Klar, ich nehme auch noch zusätzlich Progesteron, das wirkt sich dann auch so ein bisschen auf die Haut noch aus, aber meine Haut geht inzwischen in Richtung trocken und das hatte ich nie. Das ist richtig heftig. Das ist richtig gut, weil es unparfümiert ist, weil es einigermaßen mild formuliert ist von den Waschsubstanzen her und es funktioniert halt echt auch richtig gut. Und du kriegst es jederzeit her. Das ist richtig toll. Also das Produkt mag ich. Habe ich, wie gesagt, dann auch gleich nachgekauft, wo ich gesehen habe, kein Mikroplastik mehr drin. Ja, gibt es bei DM, ist im Standardsortiment und daran ändern sie hoffentlich die Inhaltsstoffe nie, 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 nie mehr, weil das funktioniert echt gut. Im Gesichtswasser von der Inkipedia ist Nicotinamid drin und das wirkt sich so positiv auf meine Haut aus. Ich habe nur noch so ein bisschen fettige Haut auf der Nase und das war's. Ich kann es mir kaum glauben, wenn ich hier drüber gehe, da drüber gehe. Da ist halt, also ich gehe hier natürlich in Richtung trocken, so wie ich es gerade auch gesagt habe. Aber der Rest der Haut ist halt nicht mehr so megamäßig fettig und ich mag es halt. Das ist halt so ein, das ist für mich ein Luxusschritt. Ich bin der Meinung, man muss es nicht notgedrungen machen, aber es ist ganz toll, wenn man eine gute Creme aufträgt. Die zieht besser in die Haut ein. Bin ich tatsächlich der Meinung. Also, das ist schon super, so ein Feuchtigkeitskick. Ich mag es total. Ich habe davor, hatte ich ja lange kein Gesichtswasser und dann habe ich ein Aloe Vera Gel geholt. Und das ist jetzt auch aufgebraucht. Und da ich eh die Produkte von La Shenya austesten wollte, habe ich gleich alle drei geholt. Und das Gesichtswasser ist gar nicht schlecht. Das trägt man eben mit einem Spray auf. Und nicht mit einem Pad, da würde man viel zu viel Produkt verschwenden. Also einfach auftragen und kurz einwirken lassen. Und die ganze Sache auch so ein bisschen genießen kann man an der Stelle sagen. Also das hat sie richtig gut hinbekommen. Und ich freue mich. Also ich habe es nicht bereut. Ihre Produkte sind ein bisschen teurer. Und ich habe bis dato noch nicht bereut, das Geld ausgegeben zu haben, muss ich an der Stelle auch sagen. Der Schritt mit der Augencreme, der ist jetzt auch so ein Schritt, den muss man nicht machen. Ich habe jetzt jahrelang keine Augencreme mehr benutzt und bin ich zu einer teuren gegangen von Face Theory. Die habe ich vorgestellt, die kann ich dir gerne mal unters i legen. Die würde ich mir so auch nachkaufen. Ich habe aber ja, wie ich schon
In meinem anderen Video zu meiner Hautpflege am Abend im Winter, guckst du gerne mal rein, habe ich unter das i gelegt, habe ich die von Alverde gerade in Benutzung und die ist mindestens genauso gut. Die ist halt wirklich noch ein Ticken besser. Wenn so jemand, ich habe nicht wirklich Augenränder, aber ich habe schon so Stellen, wo es so ein bisschen bläulich wird. Und ich habe das Gefühl, dass es mit der halt wirklich echt gut in den Griff geht. Und man kriegt für ein bisschen mehr Geld, kriegt man aber echt ein Produkt, das hält ja auch eine Weile. Und ja, wird auf jeden Fall nachgekauft. Und ich liebe halt diese Metalltuben. Ich liebe sie einfach. Ich habe das früher bei meiner Freundin immer gesehen. Die hat viele Lederprodukte getestet und verwendet. Und das mochte ich immer bei ihr, das mochte ich. Und jetzt ich selber so ein Metalltübchen. Augencreme ist Luxus. Wenn du Augencreme verwenden möchtest, guck nach einer, die halt wirklich gut funktioniert, die gute Inhaltsstoffe hat, nicht parfümiert ist. Weil sonst kannst du dir das echt sparen, weil du kannst genauso gut auch ein gutes Serum oder eben deine Tagescreme ein bisschen besser auf die Stellen auftragen, sofern sie eben unparfümiert ist. Im vorletzten Schritt trage ich eine Tagescreme auf und die ist richtig gut. Das ist die Tagescreme von der Shenya, also der Teil 3 sozusagen aus dem Trio. Ich glaube, diesen Cleanser habe ich noch nicht vorgestellt und da wird es ein extra Video dazu geben. Ich muss die Sache noch so ein bisschen testen. Aber die finde ich auch echt mega gut. Die wirkt sich auch echt positiv auf meine Haut aus. Ich habe eh das Gefühl, so Ceramide sind richtig gut. Das liebt meine Haut total. Und das ist eine Creme, über die ich tatsächlich noch einen Sonnenschutz tragen kann. Weil ganz oft ist es halt einfach zu viel. Und den letzten Sonnenschutz, den ich hatte, der war halt auch zu fettig. Da konnte ich nichts drunter tragen. Und das ist das, was meine Haut gerade am Morgen echt braucht. Weil morgens bin ich echt so ein bisschen... Und durch die Heizungsluft ist meine Haut einfach auch trocken, so wie ich gesagt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, dass meine Haut trocken ist oder in Richtung trocken geht. Das ist ganz, ganz seltsam für mich. Aber so ist es halt inzwischen. Und da wirkt die halt richtig gut ein. Vitamin C drin, Ceramide drin. Richtig, richtig gut. Vor allem, wie gesagt, in Sachen fettiger Haut, T-Zone. Ist gerade nur meine Nase so ein bisschen in Richtung fettig, aber der Rest gar nicht. Und das ist halt wirklich, seit ich dieses Trio von der Shenya verwende, das liebt meine Haut total. Total, weil austrocknen ist halt wirklich einfach gar nichts. Und wenn du merkst, dass deine Haut ein bisschen trockener ist, musst du halt wirklich die entsprechende Pflege auftragen. Und der Spender ist halt super, ne? Also da kommt nicht so viel raus. Wie oft habe ich hier schon Cremes vorgestellt, wo man gedacht hat, also sehr verschwenderisch oder wo du nur halb auf den Spender draufdrücken konntest. Hier kommt halt wirklich nur ein bisschen was raus. Wenn du mehr brauchst, musst du halt zweimal draufdrücken. Ich mag sowas total gerne. Und ja, die trage ich vorm Sonnenschutz tatsächlich auf. Die Sonnencreme hier habe ich bereits schon vorgestellt. Verlinke ich dir unter dem i. Die ist perfekt. Nein, sie ist nicht perfekt. Also sie ist so von ihrer Art und Weise perfekt. Lichtschutzfaktor 50, kein Mikroplastik drin. Bei immer noch 90% des Sonnenschutzes ist einfach Mikroplastik drin. Und sie stellen es ein bisschen so hin, als wenn es nicht anders gehen würde. Es geht anders. Ich habe zu der Creme ein komplettes Video, verlinke ich dir auf jeden Fall unter dem i. Und die kannst du auch richtig schön schichten. Und das funktioniert auch mit der Creme drunter von der Shenya richtig gut. Die ist halt parfümiert des Todes. Die ist parfümiert des Todes und die kann ich keinem empfehlen, der ein bisschen in Richtung empfindliche Haut geht. Bei mir geht's tatsächlich. Ich vertrage sie, aber die Marke würde sich schon einen Gefallen tun, wenn sie halt wirklich die Duftstoffe, so eine duftstofffreie Variante rausbringen würde. Ich glaube, die würde so gut laufen, weil die halt einfach auch vom Preis her voll cool ist. Durch das, dass ich halt Actives auftrage, Hyaluron etc., habe ich halt einfach die normale Creme genommen für den Körper. Es gibt aber noch eine Gesichtscreme, da ist Hyaluron mit drin, die ist ein bisschen teurer. Weil ich so oder so extra aufs Gesicht auftrage, habe ich die normale genommen, die man eben am Körper auch verwendet.
Die ist super. Die ist richtig gut und die ist wichtig. Sonnenschutz ist wichtig. Du kannst den ganzen Shishi davor weglassen, dein Gesicht reinigen vernünftig, ein bisschen Pflege auftragen und dann aber Sonnenschutz. Das hilft gegen Falten, das hilft gegen Hautalterung, das hilft gegen Hautkrebs, besonders wenn du beispielsweise AHA und BHA verwendest. Na, also das ist halt wirklich so ein wichtiger Schritt, den so viele Leute immer noch vergessen. Da liest man so Sachen wie Sonnenschutz sei gefährlich und die Sache mit dem Vitamin D. Wir kriegen in unserem Breitengrad so oder so zu wenig Vitamin D ab. Du musst es so oder so supplementieren. Ob du nun Sonnenschutz aufträgst oder nicht, spielt keine Rolle. Zumal du ab Sommer mittags immer in der Sonne sein müsstest, um Vitamin D zu bilden. Sonst würde das auch nicht funktionieren. Und die schützt dich vor der UVA-Strahlung, die eben alt macht. Und ich würde sie mir erst wieder nachkaufen, wenn sie wirklich ohne Duftstoffe rauskommt. Es haben ein paar Leute schon bei dem Unternehmen angefragt und mal gesagt, so, die ist sehr stark beduftet, ob sie da nicht irgendwas ändern können. Und ich vermute, sie tun es. Ich kann es echt. Ich glaube, ja, wenn sie an dem Geschäft interessiert sind, dann machen sie das auch. Weil ich glaube, die Creme würde noch besser laufen, wenn sie halt wirklich duftstofffrei wäre. Das wäre echt großartig. Das ist meine Gesichtspflegeroutine am Morgen. Auch das variiert immer so ein bisschen, weil ich habe mal die Produkte offen. Und man will eben auch Dinge aufbrauchen, ganz wichtig. Also nicht nur kaufen, sondern eben auch aufbrauchen. Und wenn man gute Sachen hat, ist das kein Problem. Du guckst unter das i, da findest du heute das ein oder andere Video. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!